So, dann wollen wir mal. Waffen brauchen wir ja keine. Sind wir vielleicht unbewaffnet irgendwie schneller oder so? Guck mal ganz kurz. Also gefühlte Messung. Okay. Nee, nicht rechte Maustaste, linke Maustaste. Wegstecken. Nicht so wirklich. Na gut, schaden wird's nicht. Also. Ja, der Scheiß jagt mir auch eine Gegenseite ein. Ah. Haut ein. Was ist das da für eine Tür? Ach so, das ist der schnelle Weg zurück, damit man durch die Fallen laufen muss. Okay. So. Da kommt gleich die erste Speerfalle. Und das ist, glaube ich, noch eine altmodische Speerfalle. Genau. Da kann man einfach so durchlaufen. Ja, sehr schön. Oh, ja. Da. Genau, da bin ich letztes Mal reingesprungen. Okay. Ich sollte gleich heilen. Nicht jetzt, aber oh. Demnächst. Weil einen so ein Feuerballtreffer. Beziehungsweise das Brennen, das dadurch kommt, macht richtig viel Schaden. So, schnell durch. Ja, Licht an. Und hoch, 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 hoch. So. Gleich kommt die Gas die Ecke mit dem Feuerball unten, Feuerball oben. Oh. Ich sollte vorher was trinken. Sehr schön, dadurch. Okay, das ist Feuerball oben. Feuerball unten wird erst kommen, sobald wir springen können. Oh! Okay, bleib einfach hier stehen und warte, bis es ausgetickt ist. Das tickt doch aus, oder? Ja, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Gut, nächster Heiltrank. Flupp. Das Geräusch ist geil. Oh. Oh. Ich werde noch so versagen bei dem Spiel. Sobald das auf Reflexe ankommt und zu richtigen Zeitpunkt die richtigen Knöpfe drücken, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Au. Und schnell. Wow. Fallen Deaktivierungshebel. Nicht anfassen. Ach nö. Ich glaube, den drücke ich mal nicht. Ne, erstmal gucke ich, was hier ist. Da ist der Weg nach unten. Und da geht es nur wieder zurück. Ah, müssen wir echt drücken. Das Schild davor ist irgendwie irritierend. Es ist zu offensichtlich. Knall. Okay. Okay. Ich will aber erstmal den anderen Gang hier gucken. Ist hier irgendwo. Oh, ich könnte mal irgendwo gegenhauen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ting. 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 Nö. Ting. Ting. Nö. Gute. Na, was hast du für uns, Geist? Du hast es geschafft. Ich bin dir auf ewig dankbar. Gern geschehen, mein Freund. Nur nebenbei. Weißt du etwas von einem Orakel in der Nähe? Du hast Fragen, die antworten bedürfen? Es gibt eine weise Kreatur, die oben in der Mine lebt. Vielleicht kann sie dir helfen. Hier ist der Schlüssel zur Mine. Wir sehen uns drüben. Ich hoffe nicht allzu bald. Auf Wiedersehen. Zing, Schlüssel zur Mine. Du hast den Test der Fallen bestanden und die Schlüssel zur Mine erhalten. Sehr cool. Mine war wo? Kanalisation und Gärten. So, nee. Enter. Ach, mit Mausrover zeigt man das schon an. Todesfallenraum, Mine ist da unten. Bibliothek ist da oben. Auch Bibliothek. Kanalisation und Gärten. Da war der Schatzhaufen. Okay, also nach unten. Yeah.
Euch töten. Euch kaputt machen. Mitnehmen. Und gucken, ob wir hier rechts gleich nach oben können und dann gleich wieder nach links. Ting, ting, ting. Hm, das ist nicht so schön. Also mal hochspringen, einmal schlagen. Und zwar genau dann, wenn er unten ist. So, geht auch. Mit. Dich anmachen und dich da unten auch anmachen, damit wir diesen komischen Bonus kriegen. Oh, ich kann jetzt mal gucken. Noch ist es komisch dunkelgrau in der Mitte. Wenn ich dich jetzt anmache, schwing, bist du weiß. Sehr schön. Also ja, es wird doch irgendein Super Secret sein. Entweder das oder es hilft einem einfach nur bei der Orientierung. Wo war ich schon, wo muss ich noch hin? So, jetzt aber erstmal Knüppel raus. Tonk, tonk. Schwert raus. Da-da-da-da. Ab in die Mine. Wow. Warum hältst du an? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wegen diesen riesigen Steinbrocken, die da vor uns runterkullern. Hast du die großen Steine da herunterfallen sehen? Ich könnte von einem dieser Steine zerquetscht werden. Gibt es denn keinen anderen Weg? Dieser Durchgang ist der einzige Weg, um die Mine zu erreichen. Naja, ich bin sicher, du würdest es mir sagen, wenn es einen anderen Weg geben würde. Gucken wir mal, ob da ein Muster drin ist. Ich denke mal, ich wäre schnell genug. Okay, doch nicht. Oh, 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 oh. Okay, einmal, zweimal, einmal. Ich treffe immer nur einmal auf und beim zweiten Mal fallen sie durch. Das hilft schon mal. Wow, das war knapp. Wow, wow. Ah. Ach du gute Güte. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Ah. Na, das war jetzt unfair. Das war richtig unfair. Ah. Heiltrank. Nein! Das wäre jetzt nur eine Karte oder so, wo ich laufen müsste, aber nö. Drei Abschnitte sind es jetzt schon. Heilige Scheiße, ich hab's geschafft. Ich hab sicherlich plus 20 auf Ausweichen bekommen. Hey Zera, nimm dies, ich lebe noch immer. Du beachtest gerade nicht diese komischen fliegenden Augen, die ich da anstarre, oder? Gott schützt die Dummen und die Kinder. Warte, was sind das da für Dinge, die mich anstarren? Die sehen aus wie fliegende Augen. Ob das Hanakons Spione sind? Ich töte sie besser, bevor sie jemand alarmieren können. Ich versuche sie von hier aus mit meinem Bogen zu treffen. Um ein entferntes Ziel anzuvisieren, drücke Tab. Du kannst nur Ziele anvisieren, die für dich in Sichtlinie sind. Oh, man kann mit dem Bogen doch schießen und nicht nur geradeaus. Das ist gut. 3. Tab. Wie jetzt? Feuer? Tap, 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 tap. Feuer? Aha. Er ist so ein guter Schütze. Auch wenn er es noch nie in seinem Leben gemacht hat, wahrscheinlich. Außer er ist ein Laper. So. Hast du das? Boah, okay. Ja, Gott sei Dank. Hey, dieses Tor. Es sieht aus wie das, das ich in der Nähe des Heiligen Geistes gesehen habe. Und das du auch schon zweites Mal gesehen hast inzwischen, aber das, okay. Aber natürlich, es kann kein sicherer Durchgang sein, wie mir mein doch oh so weiser Mentor kürzlich mitteilte. Gibt es keinen sicheren Durchgang zur Mine. Um das Tor zu öffnen, stelle ich davor und drücke Eingabe, ja. Also wir haben jetzt den Weg hier auch freigeschaltet, wir müssen also nie wieder durch diesen komischen Ding da laufen. Kurz testweise mal rein. Ja, also der hier rechts ist der bei der Mine, der da ist der unten und der ist oben. So, jetzt gucken wir mal, was das für komische Seile da sind.
Dies muss die Mine sein, wie der Geist mir sagte. Das Orakel muss oben irgendwo sein. Ich muss nur einen Weg nach oben finden. Schau, Zera. Dort unten ist eine Art Durchgang. Vielleicht führt er zum Orakel. Aber es ist zu weit, den Sprung schaffe ich nicht. Ja, wahrscheinlich, aber da bewegen sich irgendwelche Ketten. Da kommt bestimmt gleich ein Loro hoch. Warte, dort ist ein Seil, das auf die andere Seite reicht. Mal sehen, ob ich daran entlanghangeln kann. Und da kommt die Lore. Und da geht die Lore. Drücke hoch, um zu springen. Wenn du in der Luft nahe des Seils bist, drücke erneut hoch, um es zu greifen. Du kannst ein Seil auch während du fällst greifen. Das Seil lässt du mit runter wieder los. Okay. Tonk, oh, du knallst einfach gegen die Mauer. Jo, sehr schön. Dich machen wir mal an. Oh, und da ist wieder so ein komisches Ding, das wir nicht erreichen können. Das ist ja fies. Okay, machen wir dich mal an. Ring des Schützen. Rollende Nahkampfmeisterschaft. Du kannst 8 Ringe gleichzeitig tragen. Wow, wir sehen bald aus wie Ming. Sehr cool. Ring des Schützen. Ausrüsten. Das muss auch so ein kleiner Seitenhieb zu viele RPGs sein, wo man nur 1 oder 2 Ringe tragen kann. Aber ja, es sieht sonst halt meistens recht albern aus. So, können wir hier irgendwo vielleicht... Ich spring mal kurz rauf. Oh. Okay, ich hoffe, unten ist keine Lava oder so. Ach du Scheiße, ist das tief. Okay. Komische Lampen. Oh oh. Stirb. Was macht der da hinten? Und wow, halt nicht viel aus. Oh, ich sollte nicht hier sein. Ich sollte nicht hier sein. Ich drücke einfach mal 9. Ha. Goodie. Ja, Gesundheit wurde wiederhergestellt. Wir sind am Arsch der Heide. Obwohl, stimmt nicht. Wir können einfach von hier aus nach links gehen. Ja, genau. Dann gehen wir hier rein. Darum. Gehen da rein. Und sind wieder hier. Oh, sehr praktisch. Okay, ich gehe nicht runter, weil die Monster da halten viel zu viel aus und ziehen mit einem Schlag halbe Lebensbalken ab. Also, nee. Wir warten jetzt, bis sie... Wir springen einfach runter und lassen uns von der Lore auffallen. Es gibt keinen... Das war knapp. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja keinen Fallschaden, aber die Physik ist ein wenig komisch. Man fliegt immer weiter schräg, wenn man runterfällt. Man fällt nicht irgendwann gerade runter. Oh. Ich wollte da oben rauf. Genau. Ahaha. Du. Warum kannst du da auch raufspringen? Du kannst aber keine Leiter benutzen, ha? Huh? Oh. Und. Ja, du. Genau, ich meine, ich gehe weg. Wollen die mal umbringen? Oh, 4, 5. Komm schon, den schaffen wir. Nimm das, du Garstiges. So. Jetzt können wir mit dem Yoda hier sprechen. Entaro, Andun. Bist du das große Orakel? Das Bild. Eine lange Zeit ist her. Eine lange Zeit ist her, ist das einem Fremden ich sah. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Und deine Stimme auch. Aber natürlich, ich kenne dich. Mit einer anderen Kreatur du mich verwechseln tust, junger Fremder. Ich bin Joghurt. Wir hatten jetzt schon Captain Helmchen, jetzt haben wir noch Joghurt. Es tut mir leid, ich verwechsel dich mit einem großen Lehrer meiner Welt. Naja, nicht meiner Welt, aber einer, die in einer Galaxie weit, weit entfernt ist. Seltsam deine Worte und du sind.
Warum suchst nach dem großen Orakel, du? Welche Fragen brauchen Antworten? Schau, ich weiß nicht genau, wie meine Mission in diesem Berg aussieht. Ich meine, ich weiß nicht, was ich tun soll. Weil wenn diese Halluzination und diese Taverne und den vermummten Typen, der mir die Mission erklärt, übersprungen haben. Halluzination? Dein Leben eine Halluzination hier ist, du denkst? Natürlich. Ich habe ein Rollenspiel mit meinen Freunden gespielt, als ich plötzlich in dieser Burg auftauchte. Diese Bastarde müssen irgendwas in meinen Drink getan haben. Seltsam, deine Geschichte ist. Deine Mission, ich kenne. Wirklich? Was ist es? Was muss ich tun? Das ist jetzt gar nicht ausnutzbar von dem kleinen Yoda da. Der kann sich irgendwas ausdenken, was er gerade erledigt haben möchte, und dann sagt er, das ist deine Mission. Schwer das Reden ist, Staub von den Regalen, mein Hals eher trocken ist, die Regale du reinigen musst. Was? Was? Deine Regale säubern? Wonach sehe ich aus? Nach einer Putze? Auch nach einigen Münzen, ich frage, ja. Falls Münzen du hast, deine Mission, ich werde enthüllen. Sohn einer Hure, und bezahlen werden will er auch noch. Verdammtes, gieriges Orakel. Das ist so nicht episch. Nee, er musste so einen Scheiß bezahlen und hat auch nichts mit Hausarbeit zu tun gehabt, als er losging, um sein Orakel zu sehen. Und er hat Kekse gekriegt. Er ist ein Schwindler. Er versucht dich zu betrügen. Ich hoffe, du bist nicht so töricht und glaubst ihm. Wenn du dem Orakel glaubst, säubere die Regale und gib ihm 30 Münzen. Wenn du denkst, das Orakel lügt, kannst du die Aufgabe im Aufgabenpanel im Menü abbrechen. Also erstmal gibt es jetzt eh einen Cut. Dann müssen wir mal gucken. Also der Geist weiß ja, dass wir ihm nicht glauben. Also, ne? Unser Geist. Und wenn er weiß, dass wir ihm nicht glauben, dann sagt er vielleicht auch genau das Gegenteil von dem, ne? Ihr wisst schon. Aber was soll's denn, sind 30 Münzen? Wir haben eh keine 30 Münzen. Das können wir eh knicken. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder.